Ja, danke, lieber Klaus, für die Bereitschaft, mit deinen Lösungsansätzen für eine gute Zukunft mitzuwirken. Bitte sag einfach in einer kurzen Vorstellungsrunde, wer du bist, was du machst und wo du dran bist. Also mein Name ist Klaus Glatzel. Ich betreibe die Plattform okitalk.com und okitube.com und wir sind immer mit an Projekten interessiert und wollen möglichst, weil wir eine Zeit haben wie jetzt, immer in die Lösungen gehen. Wir wollen Gespräche suchen, Erkenntnis haben bei Okitalk und wollen versuchen, den Menschen einfach Lösungswege, die möglich zu begehen sind, näher zu tragen. Das mache ich. Ich lebe in Niederösterreich, in Neulenkbach. Ja, und freue mich jetzt erstmal auf ein Interview mit dir, lieber Rudolf. Und ja, du hast da schon Fragen gestellt, ne? Wie kann man unsere Wirtschaft stärken? Magst du die Frage nochmal formulieren oder soll ich einfach loslegen? Okay, welche Lösungsansätze siehst du für die durch die Corona-Pandemie verschärfte Geld- und Wirtschaftskrise? Möchtest du mit kurzfristigen, sofort umsetzbaren Lösungsvorschlägen beginnen? Ja, was mir dazu einfällt, ist erstmal, wir haben in Österreich viele tolle Projekte, die lösungsorientiert arbeiten und zu wenig Beachtung bekommen. Was erschließt sich da für mich heraus? Dass wir eine Politik haben und die Unternehmen haben. Und dem sollte man mehr an den Tisch bringen und mehr in die Öffentlichkeit tragen. Sprich, auch der ORF wäre dazu in der Lage, mehr, sag ich mal, einmal die Woche zumindest immer diese Gespräche live oder diskussionsmäßig im TV zu transportieren. So macht sich ja jeder Mensch auch Gedanken dazu, um in dieser Notkrise, die wir momentan haben, für die Unternehmen wieder Hoffnung zu bringen. Also Transparenz schaffen, Gespräche machen, das ist erstmal ganz, ganz wichtig, weil jeder hat so seine Schuhe, die drücken da mehr und die anderen da mehr. Und was bleibt letztendlich übrig? Die Großunternehmen, wo die Kleinen momentan zu kämpfen haben. Und ich denke, das sollten wir ein bisschen abwägen, weil die Gesellschaft braucht die Kleinunternehmen. Das ist für mich sehr wichtig. Also du meinst auch, wir sollten da Vertrauen schaffen unter der Bevölkerung, nicht die Polarisierung in den Vordergrund halten, sondern alle einbinden, auf einen Tisch zu bekommen und sagen, okay, Wissenschaftler A zu Wissenschaftler B oder Informationen austauschen und das dann, also die gemeinsame Ausarbeitung der großen Bevölkerung zuteil werden lassen und nicht die einen links und die anderen rechts. Genau, es ist ja wichtig. Was für Ziele haben wir denn? Wenn wir jetzt in die Welt schauen, wo hapert es denn? Wollen wir uns immer auf die Probleme ausruhen? Wollen wir immer in Angst gehen? Ich denke mir, wir brauchen einfach eine Festigkeit. Und die kann man damit erschaffen. Das Vertrauen und die Wege, die werden ja ausgesprochen, diskutiert mit den unterschiedlichsten Leuten. Und das plant man und setzt das dann auch aktiv um. Statt jetzt zuzuschauen, wir können ja nicht viel machen als Unternehmer. Als Unternehmer, wir dürfen ja nicht aufsperren und solche Dinge. Ist das zielfördernd? Zielfördernd ist natürlich, die Krankheit, die wir momentan als Krise sehen, zu lösen mit den Fachleuten, wie auch immer das ausschaut. Ja, wichtig ist, dass wir wieder anfangen, Boden zu haben, damit die einheimische Wirtschaft gestärkt wird. Und sie kann nur gestärkt werden, wenn wir verstehen, was wir momentan tun oder wo wir stehen. Und wir stehen meines Erachtens in unsicheren Stapfen, weil die Unternehmer selbst nicht wissen, was ist zu tun. Dann kommt der Friseur, man muss vorher einen Test machen und diese ganzen Dinge, was vielleicht mag richtig sein einerseits, aber andererseits sage ich auch, ist das zielführend für die Zukunft oder wollen wir wieder in eine guten Gesundung kommen? Wir werden immer in Zukunft mit den Viren und in Corona auch leben dürfen. Und das sollten wir vielleicht erstmal lernen, wie können wir in Zukunft auch mit dieser Krise besser leben. Und da gibt es Lösungsansätze auch von der Regierung aus, aber auch von anderen Fachleuten. Und da dürfte man auch drüber nachdenken, um das Gemeinsame, den Punkt wieder der Wirtschaft zu erkennen und auch das im Vordergrund zu setzen. Es geht nicht um Corona alleine. Corona hat auch viel Schaden gemacht und macht auch heute noch viel Schaden. Ich denke mir, wir dürfen damit leben, das sage ich als Krankenpfleger und wünsche mir wieder den Fokus mehr in unsere einheimische Wirtschaft. Letztendlich, wer überlebt? Die Großen.
Und die Kleinen, was machen wir dann? Dann haben wir ja mehr Monopole. Und Monopole von Großen zu uns in der Gesellschaft, der Tante-Emma-Laden hat es immer wieder gezeigt. Da kriege ich ein anderes Brot, da bekomme ich Qualität. Und das wünsche ich mir zumindest in Form Lösungsansätze. Wichtig ist, wie gesagt, Transparenz, öffentliche Gespräche, wirklich öffentlich diskutieren und auch verfolgen, welche Prozesse auch dann erarbeitet werden und das auch zeigt den Menschen. Damit kriegen wir Vertrauen und Glaubwürdigkeit, das glaube ich. Okay, danke, ja. Also das wäre das Kurzfristige, sofort Umsetzbare. Mir geht es darum, noch einen Fokus drauf zu legen, welchen Mangel wir jetzt erleiden. Es ist persönlich natürlich der Mangel, nicht mit allen verbunden zu sein und nicht uns offen bewegen zu dürfen. Haben wir an irgendwelchen wirtschaftlichen Systemen irgendeinen Mangel? Haben wir zu wenig an Brot, haben wir zu wenig an Fleisch, haben wir zu wenig an irgendetwas, was an Waren betrifft? Wo siehst du den Mangel in der Jetztzeit? Also den Mangel sehe ich erstmal, dass natürlich auch zum Positiven, dass der Konsum ein wenig stark gesenkt worden ist. Wie waren wir früher unterwegs, vor der Krise? Ja, wo ist der Mangel zu sehen, dass die Unternehmer kein Geld mehr verdienen dürfen? Das ist ein extremer Mangel. Der Hauptfaktor ist Mangel an Geld. Ja, wenn ja. Du weißt und ich auch, ja, dass das Geld ja an und für sich nur Buchungszeilen in den Bankcomputern sind, beziehungsweise Zahlen in den Computern, das kann doch kein Mangel sein. Also wie denkst du darüber? Also das ist schon lange in mir, wenn das stimmt, dass das Geld ja eigentlich keinen inneren Wert hat, sondern nur auf einen Wert hinweisen kann. Wie siehst du das? Ja, die Norm in der Welt, in der wir leben, hat das Geld leider, wenn man das auf den Punkt bringt. Und der Mangel liegt darin, dass die Unternehmen ihre Mieten oder Gehälter nicht zahlen können. Also ist dieser Wert schon ein Wert notwendig für diese Unternehmen. Letztendlich hast du recht, es sind nur Pits und Zahlen, die werden einfach nur eingegeben. Und ich hoffe, dass dieser Reifeprozess in unserer Gesellschaft endlich mal verstanden wird, was wir im Endeffekt mit dem Geld wirklich tun. Letztendlich ist das eine Illusion, natürlich eine reale Illusion, aber auch die Abhängigkeit, weil wir Zinseszins haben. Ja, und jetzt sieht man ja, jetzt haben wir keinen Nachschub von Finanzen, Gelder, bedeutet letztendlich, die Unternehmen werden früher oder später zumachen oder ich habe noch ein Polster von diesem Geld, bis mein Geschäft ganz kaputt ist. Und ja, das sollte man versuchen zu ändern, oder? Aber genau das wäre ja kontraproduktiv, nicht mehr arbeiten zu dürfen. Nämlich wir sollten in der Wirtschaftsform, wir sind ja die Wirtschaft, wir sind alle Konsumenten unserer Waren, die wir alle gemeinsam erzeugen. Wir sollten alle Menschen beteiligt halten in unserem Wirtschaftsprozess und die Arbeit eventuell aufteilen, um all das konsumieren zu dürfen, was wir uns gegenseitig erzeugen. Das wäre Wirtschaften für mich, ja. Und diese Zahlen zur Verfügung zu stellen, um jetzt irgendjemanden aus diesem Wirtschaftskreislauf zu entlassen, in Insolvenz oder Konkurs zu senden, das wäre meines Erachtens für die Zukunft kontraproduktiv, weil es nicht das Vertrauen fördert, das wir brauchen. Genau. Und das sprichst du super an, weil es geht hier um Vertrauen. Wen vertrauen wir heute, mal ganz ehrlich? Wen vertraut ihr? Ihr wisst genau, wen ihr vertrauen könnt. Und ihr wisst auch genau, wo ich mich begrenze. Und ich finde, das haben wir alle verdient in einem Land, ein schönes Land Österreich, auch andere Länder. Wir fangen aber jetzt erstmal hier bei uns vor Ort an, in Österreich, finde ich, Rudolf. Und da dürfen wir wirklich die Ernsthaftigkeit, die Transparenz der Augenhöhe unserer Gesprächsführung, weil es ist ja nicht irgendetwas, es ist ein wichtiges Baustein in der Gesellschaft und da sollten wir dran festhalten dürfen. Wir müssen da nicht nur müssen, wir dürfen erkennen und müssen in die Handlung kommen, in der Bewegung kommen, damit diese Schneekugel runterrollt den Berg und noch größer wird und erkannt wird, so sage ich mal mit meinen Worten, okay? Du hast das Wichtige angesprochen, das Miteinander kommunizieren, das ist auch ein Thema, das mich sehr bewegt und ich nenne das Miteinander können lernen. Das heißt, wenn wir unsere Kommunikation so führen, dass wir nicht in Gegensätzen aufeinander losgehen und polarisieren, sondern uns einigen, wie darf ich dich verstehen in deiner Andersartigkeit? Wie darf ich begreifen, wie du denkst? Und lass mich mehr von dir verstehen.
Ich glaube, das wäre auch wieder vertrauensfördernd für die Zukunft, das wir dringend brauchen. Wie gehen wir miteinander um? Mehr Gemeinsamkeiten. Früher hieß es immer, es ist mein Geschäft, mein Lobbyismus. Das mag vielleicht zu der Zeit auch gut gewesen sein. Aber wie gesagt, aus jeder Bewegung hat man eine Erkenntnis. Und ich sage heute, nach der heutigen Zeit gehören die Gemeinsamkeiten viel mehr auf den Punkt. Weil nur gemeinsam können wir eine gewisse Stärke und Qualität besser bieten. Und ich finde, das sollten wir erkennen dürfen und das alte Ego-Denken in mehr Gemeinsamkeiten versuchen hinzuerarbeiten, dass wir da Strukturen schaffen, die uns alle letztendlich dienlich sind, gerade in diesen Zeiten. Also mit einem Wort gesagt, kooperativer werden, miteinander und nicht gegeneinander. Franz Hörmann hat es immer gesagt, es gibt keine Konkurrenz, es gibt nur Kooperation. Und da bin ich völlig dabei. Damit geht es uns allen besser. In Konkurrenzdenken ist immer anstoßen, ich muss ja so sein und so sein. Ich finde die Kooperation und man muss ja nicht immer 100% mit einem Menschen kooperieren, aber es gibt Fähigkeiten, Möglichkeiten, wo ich sage, boah, das sind ja gute Ansätze, vielleicht kriege ich da eine schöne Kommunikationsbasis hin, um dann auch für mich einen Nutzen hat und vielleicht auch für den Unternehmer gegenüber ein gutes, neues Nutzen erarbeitet, dass was Neues, Gutes entstehen kann. Ich habe momentan die Empfindung, dass wir uns ziemlich stark alle miteinander aufhalten und der Punkt muss gelöst werden, dringendst. Welche Mittel und langfristige Lösungen für den Weg aus der Krise schlägst du weiter vor? Gibt es da etwas? Also mittelmäßig aus der Krise jetzt herauszukommen, ist erstmal, wie gesagt, öffentlich, meine ich, Transparenz zu schaffen mit den Fachleuten. Aber nicht nur ein Lager, sondern wirklich. Ich bin manchmal so traurig, ich habe Prüfungen gemacht, offiziell ein Diplom und das gilt heute nicht mehr. Und das macht mich manchmal traurig. Da frage ich mich, wieso geht man überhaupt studieren auf die Schulbank, wenn das plötzlich das Wissen nicht mehr wirklich beachtet wird. Und da dürften wir uns ernsthaft Gedanken zu machen. Und welche Institutionen würdest du nennen, die eben auch mit dabei sind, um Lösungen für die Zukunft, um ein Gemeinwohl-Zukunft handelt es sich ja auch, um ein gutes Leben für alle zu schaffen. Welche Organisationen sind da schon mit dabei? Könntest du einige vielleicht nennen, die für die Zukunft genau in diesen Themenbereichen bereits aktiv sind? Ja, es gibt ja in Österreich verschiedene Konzepte. Ich sage jetzt, Ubuntu ist ja meist bekannt von Michael Tellinger, eine Welt ohne Geld. Es geht darum, dass wir vielleicht schon was haben, weil wir Menschen noch nicht so weit sind. Nur wenn man das Geldsystem versteht, Zinseszins bedeutet auch, ich muss jemand anders was wegnehmen. Ja, würden wir ein sauberes Geldsystem machen, Gradido, es gibt lokale andere Werbung, der Waldviertler, den gab es mal, den Chiemgauer, in Vorarlberg gibt es auch den Minuto, glaube ich, und so viele andere Währungen, sind sicherlich alternativ besser zu betrachten wie das bestehende momentane Geldsystem. Man sieht ja, die Nebenwirkung des Lebens, was in der Welt alles so passiert. Ist das gewollt? Ist das Natürlichkeit, wie wir unsere Welt gestalten? Oder wollen wir nicht wieder eine gesundere Welt haben mit weniger Umweltschäden und solche Dinge? Was wird genährt, wenn man ein Abhängigkeitssystem hat? Bedeutet das auch, ich habe meinen Lobbyismus und dann nehme ich auch die Nebenwirkungen, die nicht so gut sind für uns, auch in Kauf, wie wir es ja heute haben. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir verstehen, was die Natürlichkeit betrifft. Das heißt auch Natürlichkeit, wie geht die Entwicklung weiter? Natürlichkeit heißt nicht jetzt Love, Peace and Rock'n'Roll, sondern das verbinden die ein oder anderen damit. Ich finde, wir dürfen den Fortschritt genauso leben, auch damit. Aber man soll sich in der Natürlichkeit halten. Wenn man jetzt sieht, was ein DNS-RNS-Impfstoff bedeutet, der geht ja bei uns direkt in unsere DNA rein. Und braucht 8 bis 10 Jahre, um überhaupt normal zugelassen zu werden. Und wir machen jetzt Dinge und wissen noch gar nicht die Schäden. Ist das gut? Nein, ich denke nicht. Wir sollten in der Lösung gehen und in die Natürlichkeit gehen. Sprich, natürliche Entwicklungen sind sehr wichtig. Normalerweise dürfte man gar nicht in die RNA, DNA eintreten, weil das gegen der Natur ist. Ganz einfach. Aber wir dürfen Modernisierung haben, wir können neue Antriebe entwickeln. Wir haben so viele tolle Ideen.
indem man wirklich auch eine Wirtschaft ankurbeln kann. Und gerade die Aufgaben, Verantwortungsbereiche, finde ich, sind sehr wichtig, wenn wir diese Verantwortungsbereiche auch leben dürfen können. Statt, wenn man jetzt einen Wassermotor hat zum Beispiel, der Diesel in Deutschland wurde als sauberer Diesel gemacht, wird aber verboten. Die guten Ideen werden in dem Bestehenden nicht wirklich ernst genommen, nur wenig ernst genommen, so möchte ich mal sagen. Man dürfte mehr Beachtung haben. Ist das so einigermaßen? Ja, du hast ja von den Nährwerten gesprochen. Findest du auch? Da ist da etwas eine Koppelung dahinter jetzt? Bitte? Da ist eine Koppelung dahinter. Jetzt. Okay, findest du nicht auch, also diese Komplementärwährungen, es geht ja auch um eine Bewusstseinsbildung der Menschen, weil es geht ja nicht nur darum, ein anderes Geldsystem einzuführen, weil Geld ist wertneutral. Es hat ja uns auch gute Dienste bisher geleistet, nur jetzt finde ich auch, dass es schon sehr kontraproduktiv ist, wenn wir Geld als Mangelware empfinden dürfen. Und das darf ja nicht sein. Ne? Wenn wir alles andere in genügender Form haben, kann dann nicht Geld als Mangelware darstellen. Ja? Welche neue Gesellschaftsvereinbarung bräuchten wir, um zu diesem neuen Denken zu kommen? Das müsste ja auch wieder in einer breiten Basis kommuniziert werden, was ja du schon sehr lange betreibst, in die Öffentlichkeit etwas rausgeben, wo Menschen zu Wort kommen und sich einbinden können in deinen Radiosendungen, um zur Bewusstseinsbildung einen Beitrag zu leisten. Ja, wir brauchen auf jeden Fall, es gibt ja auch das bedingungslose Grundeinkommen am BGE. Wenn wir Kosten haben in unserem System, sei es mit Straßen bauen, Steuerzahlen und Miete zahlen oder Kredite bedienen in dieser Form und kein Nachschub von, im Nachschub von Gelder nicht nachkommt, dann ist ein Defizit zu sehen. Und wenn wir jetzt eine Art bedingungsloses Grundeinkommen hätten, dann würde ein ganz großes Stück Angst wegfallen. Weil man zumindest dann schon mal sagen kann, ja, ich kann meine Miete bezahlen und muss nicht rausgeschmissen werden. Das gibt eine Sicherheit und das wäre sicherlich eine gute Lösung, so sage ich. Und wenn man ein Geldsystem aufrechterhält wie das bisherige und man geht und entscheidet sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann sollte man auch die Inflation mit beachten, weil dann geht das bedingungslose Grundeinkommen in der Waage mit der Inflation zumindest gleich. Und somit würde man was in der Gesellschaft zumindest von unten herab an stärken und die Potenziale dürften dann durch auch besser lebbar werden, denke ich. Also du hast auch Hassan Thürmann schon bereits einmal angesprochen, der weist ja hin, dass Geld ja keinen inneren Wert besitzt. Ein Kilogramm weist auf einen Kilo hin und hat keinen inneren, der Kilo hat keinen Wert in sich oder Meter. Und er sagt, wenn wir das Geld so haben, dass das Geld auf einen Wert hinweist, aber selbst keinen Wert besitzt, das wäre ja mein Denken ein Aufwachprozess, wie wir Geld in der Zukunft sehen dürfen. Genügend Geld zu haben, ja, diese Zahlen zur Verfügung haben, um unseren Konsum so zu steuern nach der Bedarfswirtschaft. Was bedürfen wir wirklich? Und nicht so wie in der Konsumwirtschaft, wir müssen mehr kaufen, als wir bedürfen und schmeißen das wieder weg. Das kann es ja nicht zielsetzend sein. Welches Ziel für die Zukunft könntest du dir vorstellen? Welches Geldsystem der Zukunft wäre anzudenken, noch zu bleiben in diesem jetzigen Schuldgeldsystem oder einfach in ein Schenkdenken zu kommen? Wie bewirtschaften wir einander? Wie können wir füreinander tätig sein, um uns am, ja, an einem guten Leben gemeinsam zu erfreuen? Ja, das ist ein wichtiges Thema. Erstmal ist es wichtig, wir sind alle Menschen, Tiere, Natur auf dieser Erde. Und was brauchen wir? Wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken. Wir wollen Dach über dem Kopf haben, wir brauchen ein Haus, eine Kleidung. Und was ist der Mensch noch? Wir wollen mobil sein, sage ich jetzt mal. Warum kann man das nicht gewährleisten? Was finanzieren wir heute? Das Geldsystem ist immer eine Schräge. Einigen wenigen dient es und die meisten müssen immer wieder tun. Das kann auf Dauer nicht gut sein. Jetzt stehen wir in einer Krise. Ich möchte einfach sagen, ein sauberes Geldsystem ohne Zinseszins ist zumindest was, wo wir dann mehr erarbeiten können und mehr
Bereiche schaffen in der Gesellschaft, wo wir uns entwickeln können für die guten Ideen. Wenn man es auf den Punkt bringt, ist ja Geld sowieso eine Illusion. Wir haben heute ein Schuldgeldsystem. So sage ich mal, es ist richtig da, es ist da. Wir haben den 100-Euro-Schein, aber wir haben gerade gesagt, es ist ein Schuldgeldsystem. Man kann es sagen auch, wir machen jetzt eine neues geldgedeckte Währung auf Gold basierend, zum Beispiel aufgrund von Werten, bin ich aber kein Befürworter, überhaupt nicht. Ich bin dafür, dass wir ein sauberes Geldsystem einfach aufbauen, weil der Mensch ist gewohnt, seit Jahrhunderten, Jahrtausenden mit Geld in die Hand rumzulaufen. Ja, und wenn wir dieses Rumlaufen in einer Sauberkeit ohne Zinseszins bringen, haben wir sofort von heute auf morgen ganz andere Möglichkeiten. Das wird von heute auf morgen in einer Sekunde auf der anderen sofort gestartet, dass wir ganz anders uns entwickeln können. Wie gesagt, Beispiel war vorhin der Diesel. In Deutschland wurde er gemacht mit 0,001% CO2. So sauber, wie es noch nie an Diesel gegeben haben, die Deutschen davon. Aber er wird nicht zugelassen. Stattdessen ist ein anderer lobbyistischer Gedanke möglicherweise, die E-Autos mehr zu fördern. Aber die Risiken und Nebenwirkungen, wie was entstanden ist, wie man an die Akkus kommt und das Ganze und die Entsorgung, das ist dann zweitrittrangig. Und das sehe ich sehr bedenklich. Das würde sicherlich nicht passieren, wenn wir ein sauberes Geldsystem hätten, weil wir uns dann Gedanken machen würden. Somit würden wir nicht einseitig eine Entwicklung machen, die auch Nebenwirkungen hat, sondern wir würden gescheit sofort Austausch betreiben und gute Projekte, gute Ideen auch sofort umsetzen können. Und ich möchte Qualität haben in Zukunft. Es gibt ein Sprichwort, Geiz ist geil. Nein, ist überhaupt nicht wahr. Ist überhaupt nicht wahr. Ich möchte Qualität haben. Wir sollen Produkte herrichten, bauen, die auch halten. Halten mit einer gewissen Qualität. Das wünsche ich mir wieder. Früher hieß es Made in Germany, Made in Austria. Was haben wir denn heute da? Made in China und Billigprodukte. Ich habe 70% nagelneue Sachen gekauft und die sind defekt. Und das möchte ich nicht mehr. Man ärgert sich, ne? Aber Geiz ist ja geil. Und diesen Spruch kann ich niemals auf mich nehmen. Du hast ja auch dieses Ubuntu von Michael Delitzscher angeschnitten. Könntest du dir für dich vorstellen, wie der Dellinger das meint, dass wir das Geld überhaupt nicht mehr benötigen, wenn wir draufkommen und eine Gesellschaftsvereinbarung treffen können? Sagen wir so, wenn wir es denken können, dass wir das Geld für unser Wohlsein überhaupt nicht mehr brauchen, könntest du dir so eine Welt vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Er hat es ja auch in mehreren Workshops auch gesagt, auch in seinen Büchern hat er es ja geschrieben. Jetzt stell dir vor, ne, ich bin jetzt hier in Neulenkbach und sage zu meiner lieben Frau, ich möchte nach Spanien hin. Dann nehme ich mir und fahre mit meiner Frau nach Spanien an einem Strand, weil ich ja Lust habe auf ein neues Zuhause am Strand. Bis komme ich in der Gemeinde rein und die begrüßen mich und dann fragen sie, wo komme ich her, was möchte ich, was kann ich, wo sind meine Stärken? Dann wird das gefragt und haben gesagt, ja, wir haben da oben noch ein Haus und wir freuen uns, wenn du 4 bis 5, 8 Stunden im Woche, Monat, je nachdem, wie die Gesellschaft gerade im Werdegang ist, mit einbringe. Und somit gebe ich denen was, die geben uns was, wir befruchten uns und so kann die Gesellschaft wirklich gesund wachsen, weil wir auch gar nicht dieses Ego-Denken mehr entwickeln, ich muss besser sein wie der andere, weil es geht ja nur um Gemeinsamkeiten und die Welt in guten Strukturen reinzusetzen. Wir sehen heute zu, wie wir heute die schlechten Wege nähren. Und das ist nicht gut, finde ich. Also eine Welt ohne Geld kann sehr gut funktionieren, nur der Übergang muss so gemacht werden, weil wir ein Gewohnheitstier sind, wir Menschen. Die Menschen wollen noch was in der Hand haben. Das ist aber dann die Frage, irgendwann sagt man sich, brauche ich doch gar nicht mehr. Ne? Weil wir tauschen ja letztendlich. Alles ist in Fülle da und wir machen Knappheiten. Und das ist meines Erachtens kontraproduktiv. Das Erwachen heißt für mich, erkennt doch einfach, wir haben alles da in Fülle, alles ist da in Fülle. Und die dürfen wir nur nicht leben, die Fülle. Aber der Baum lebt sie, weil er die Äpfel uns einfach gibt. Aber was machen wir Menschen daraus? Machen eine Knappheit. Ja? Und schmeißen lieber tonnenweise was weg. Und die Bauern sind am Krächzen und so weiter. Und wir sind am Krächzen. Da ist ein Kreislauf, den kann man erkennen. Und wenn man den erkannt hat, dann darf man diesen Kreislauf sicher verlassen und einen besseren Weg wählen. Und dafür seid ihr, lieben Menschen, da,
dieses zu erkennen und gemeinsam zu planen, neue Wege zu gehen. Und das wünsche ich mir ganz, ganz stark. Also du findest auch, dass wir einen Entwicklungsprozess durchwandern und die Pandemie könnte uns dabei helfen, eher hinterfragen, ist das noch alles zielgerecht, ist das noch alles wünschenswert? Könnten wir da nicht zu besseren Lösungen kommen? Das ist ja auch unser Bestreben, darauf hinzuweisen, aktives Nachdenken, Vordenken, wie könnten wir es besser haben? Ja, ich finde, also wir haben da viel angesprochen. Hast du noch etwas Besonderes am Herzen? Ja, du hast gerade die Pandemie nochmal angesprochen. Wir dürfen lernen, die Pandemie erstmal zu verstehen, was hier wirklich passiert. Ja, und ist es gerechtfertigt, diese Sanktionen so zu leben, anstatt neue Wege aufzubauen und trotzdem die Ernsthaftigkeit einer Krankheit zu sehen? Ja, aber nicht in der Form, meines Erachtens, weil andere Länder haben auch schon keinen Lockdown mehr. Und wir sollten auch mal lernen, über die Grenzen von Österreich zu schauen, was andere Länder tun. Denn Österreich ist nicht ein kleines Land auf der Welt alleine. Wir dürfen einfach auch sehen, was andere Mitmenschen auch international mittlerweile tun und machen. Sehe ich so. Und mehr Transparenz schaffen, mehr die Medien fokussieren, sei es vom rechten Lager zum linken Lager zum neutralen Lager. Wir dürfen komplett alles verstehen und nicht immer sagen, der passt mir überhaupt nicht, ne, sondern ich entscheide, weil ich das Geld habe. Das ist falsch und da möchte ich mehr Transparenz haben. Das dürfen wir in der heutigen Zeit wirklich verstehen. Es ist doch nicht schwer zu verstehen. Ein Kind würde sowas niemals tun. Aber ein Kind ist ja unreif. Nein, wir sind erwachsene Kinder und dürfen jetzt das auch für uns erkennen und eine gewisse Reife auch leben und Konsequenz mich begrenzen, argumentieren, begründen, warum es uns gut tut. Das sind meine Worte. Danke, lieber Rudolf. Ja, ich danke dir, lieber Klaus, für das Interview. Ich war sehr spannend mit dir, ja, weil das auch ein großes Repertoire ist. Und es freut mich vielleicht fürs nächste Mal. Ja, bist du dabei? Ja, immer. Ich freue mich immer. Deine Arbeit möchte ich auch nochmal hochlobend anerkennen. Danke dir, lieber Rudolf. Ich danke dir, lieber Klaus. Tschüss. Danke. Tschüss.